Gut, zu den Hausaufgaben für nächste Woche. Ah, die Klingel beendet den Unterricht, nicht ich. Wir sehen uns, viel Spaß noch. Dinge, die Lehrer nie sagen. Yes! Notenschluss. Ab jetzt alles schleifen lassen. An den Noten ändert sich nichts mehr, okay? Markus, die Colaflasche. Ist das ein Spickzettel? Mame, guter Mann. Markus, komm, get off his. Boom! Also Leute, nach der Klausur könnt ihr alles wieder vergessen, hat absolut keine Relevanz für euer späteres Leben. Alles wieder vergessen, okay? Ach so, du hast Nägel gemacht. Nee, dann machst du Sport heute nicht mit. Nee, auf gar keinen Fall. Nicht mit den Nägeln, Mäuschen, nicht mit den Nägeln. Micha, sag mal, kannst du einen bauen? Cheyenne, warum sitzt du neben der Sandra? Nee, du gehst, nein, mit Sandra verstehst du dich gar nicht. Du setz dich bitte rüber zu Mandy, okay? Sofort zu Mandy. Mit der hast du wenigstens was zu bequatschen. Ja, setz dich rüber. So, wer möchte denn mein Freund bei Facebook werden? Ich werde jetzt meinen Facebook-Namen an die Tafel schreiben, ne? Und dann könnt ihr mich alle schön adden. Leute, bitte, ihr sollt beim Melden bitte laut stöhnen und schnipsen, okay? Sonst kann ich euch nicht sehen, da nehme ich euch nicht wahr, okay? Kann ich gar nicht. Meine Lieben, ja, macht euch gar keinen Kopf. Ich bewerte alle objektiv und genau gleich, ganz egal, ob ich dich mag oder nicht. Jo, das waren die Sätze, die Lehrer noch nie gesagt haben. Noch nie. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Richtig. Kommentier gerne drunter und bleib in der Schule. Deine neue Jam FM Morning Show mit John und Rashid.